Ein Blitzeinschlag? Wo? Hier halt immer komplett schockiert vom Wetter. Alle herhören! Die Burg brennt! Die Burg brennt? Was zum Fick geht denn jetzt ab? Der Baron hat den Stall angezündet. Na super. Um Gottes Willen. Deshalb hat er gesagt, ein Blitzeinschlag. Das Feuer ist gar nicht gesehen. Na super. Dreht der versoffene Kauz mal wieder durch. Los, ruhig. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Okay. Hilfe! Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Meine Maus war weg. Verdammt, hier geht's rein. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Na super. Oh Gott. Hallo, hier! Ich kann nicht aus! Ich kann dich holen. Mach mal das Tor auf. Gut, die Pferde sind schon mal raus. Ich weiß nicht, ob ich den Typen gerettet habe. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast ja einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Du Schwein. Komm, du sie bist sind doch von besoffen, dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Nicht gut. Jetzt hörst du mal auf hier. Typ, es reicht. Ich zermalme dich. Es reicht, Alter. Verdammt nochmal. Das war knapp. Es reicht. Wir müssen reden. Ich hoffe, ich habe den Stallburschen gerettet. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Ach, nur Anna. Und Anna? Das ist etwas anderes. Weil sie deine Frau ist, ist das was sie anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Ja, natürlich. Um Gottes Willen. Du Arschloch, echt. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern. Sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Ja. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Mir würde jetzt nichts direkt einfallen, was rechtfertigen würde, dass man sie dann schlägt.
Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Ja, wow. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Wie gut, dass die Tochter die Verantwortung dafür hatte, dann ihren Vater zu beruhigen, Alter. Ist doch. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Was hat das mit... Oh Gott. Nicht bändigen konnte, allein schon diese Begrifflichkeit, Alter. Schlagen hat nicht gereicht, oder was? Ja. So wie er jetzt ist, ist er ein absoluter Schlappschwanz. Ich halte dich wirklich für einen Schlappschwanz. Aber nicht, weil du sie nicht bändigen konntest, genau. Sondern weil du sie vertrieben hast. Was? Spiel nicht den Idioten. Du hast ihnen keine Wahl gelassen. Anna und ich, es war nicht so, wie es jetzt scheint. Na, eigentlich habe ich wirklich nicht viel Interesse an dem, was er zu sagen hat, aber dann sag mal. Na schön, ich bin ganz Ohr. Erzähl, was passiert ist. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. Wenn du deine Frau festhältst und verletzt, dann lässt du sie halt gehen, Mann. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Ist nicht die Verantwortung deiner Tochter. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut.
Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen, ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ja, ich fühle es schon, aber trotzdem spreche ich ihm jetzt nicht davon irgendwas frei. Ich fühle mit dir, wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Da bin ich tatsächlich auch für. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Ja, ich denke, wir... Ich denke, wir könnten das jetzt versuchen. Ich hoffe, er speichert zwischen oder so. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Noch etwas weiter. Mir nach. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier ist es. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen?
Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Sehr viele. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Oh. Schau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da sagt man, es gibt keine hässlichen Babys. Zwei. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit Axi. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Das ist dein Kind. Irgendwo. Barmherzige Götter. Hallo, Baby. Zurück zur Burg. Was? Damit? Ja. Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Ja, sag Bescheid, wenn er unruhig wird, du. Irgendwie süß. Oh, okay. Hä? Hungrige Geister. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Beim Kampf meiner Mutter. Unternimm was. Bin schon dabei. Was jetzt, du Stück Scheiße? Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Hab ich doch gemacht. Hä? Ich mach das doch. Oh Gott. Ganz ruhig. Hey. Ich dachte, das funktioniert nicht. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpelbold. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Geräusche. Oh nein. So. Na doch, Geister kommen wieder. Es kommt noch mehr. Beeilung. Los doch! Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen! Na, wie lange soll ich noch warten? Oh oh! Nein, nein, nein. Keine Absicht zu sterben jetzt. Okay. Er bewegt sich wieder. Ja, wie ja. Ein scheiß Aal. Ich kann ihn nicht halten. Es hat geklappt. Er ist ruhig gestellt. Schon einen Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist... Um die jetzt nochmal... Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Oh. Kann ich schnell speichern.
Oh, bitte. Ich glaube, wir haben es geschafft. Eieiei. Oh, guck mal, es hält sogar die Füße fest. Sprich mir nur. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen. Und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, Dea. Und empfange dich als meine Tochter. Gut. Und jetzt begrab sie. Innerhalb eines Tages sollte sich Dea in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Aber Dea ist ein schöner Name. Lateinisch für Göttin. Ui. Das war dramatisch. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Oh, oh. Es fliegt los. Oh mein Gott. Wartest aber auf mich. Ganz schön schnell. Ganz schön schnell, die kleine Maus. Ich hatte gehofft, ich meditiere gleichzeitig beim Warten. Habe ich aber irgendwie nicht gemacht. Na super. Zauberei. Lass mich leben. Ja, ja. Die macht nichts. Dea, wartest du kurz? Ah ja, ich glaube, die hat gewartet. Sehr lieb. Egal, jetzt habe ich die Ertrunkenen vergessen zu looten. Ja, warte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Was ist hier?
Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Okay. Gucken wir uns das doch mal an hier. Danke, liebe Dea. Hier ist was. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Hm. Ist noch mehr. Spuren von Hufen. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Vielleicht, um sich zu tarnen. Ich komme mal wieder dabei. Hallo? Oh Gott. Bitte nicht so lecken. Was ist denn jetzt los? Oh, okay. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten. Also da rein komme ich nicht, oder wie? Aber nicht. Aber es geht um die Hufspuren wahrscheinlich noch. Ein Hufeisen? Kein Pech, sie, da könnte sich ein Pferd leisten. Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Achso, ja, habe ich schon gesehen. Och, was denn jetzt schon wieder? Oder, na, jetzt habe ich gegessen. Ja, du, kann ich mal ganz kurz meine Tränke auffüllen und so? Ich hoffe, das ist okay. Ja, jetzt können wir auch weiterziehen. Sie will mir noch was zeigen. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will gerade. Oh nein, ich muss niesen. Wo gehen wir denn hin? Jetzt bin ich auf einmal schneller als du. Oh nö. Jetzt führst du mich denn an all den ekelhaften Viechern vorbei. Sag mal. Jetzt nervt mich halt nicht, ihr beiden. Oh shit. Da haben sich ein paar Nekrophagen einen schönen Tag gemacht. Das sollte ich mir mal ansehen. Ach, da sind ja noch mehr. Na super. Oh Gott. Ist mir schon wieder in mein Gesicht explodiert, einfach. Jawollo. Weg, weg, weg. Hä? Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Ja, ja, da. Da ist noch so ein Vieh. Vergiss das nicht. Ich habe versucht zu kontern, verdammt. Na komm schon. Okay. Was haben wir denn da? Dann guck dir mal alles an. Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Der Sattel ist angebissen.
Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Was ist das denn gewesen, bitte? Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Okay. Hör nicht auf, mir zu folgen, oder? Na gut. Komm schon, komm näher. Was ist das hier? Eine Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Gut. Da sind Leute drin. Auf jeden Fall.